guten Morgen, guten Tag, guten Abend. Kommt drauf an, meine Lieben, wann ihr mich eingeschaltet habt. Herzlich willkommen bei mir auf Kanal 62 Plus, weil ich 62 Plus bin. Kanal heißt auch Marga Eska, weil ich Marga Eska auch bin. So, meine Lieben, bestimmt läuft dieses Filmchen schon, wo kein Karneval mehr ist, aber heute ist fast Weibernacht und in Polen schwere Donnerstag. Berliner ohne Ende. Ich habe auch Geschichte zu dem Berliner, welche ich euch erzähle. Was wollte ich ja? Ich habe mir gedacht, da mache ich einen Karneval Make-up. Dafür habe ich diese schimmernde, diese Luvia, die hat nur Schimmer hier. Und habe ich die Palette von Affect. Mit der habe ich, denke ich mal, nur ein Make-up gemacht oder sowas. Und hier sind schöne karnevalische Farben. Die Farbabgabe ist unglaublich. Ich kann euch zeigen. Nur so. Nur nicht mal meine Lieben darüber. Das Wort ist mir irgendwie weg. Das nenne ich Qualität und das nenne ich eine Farbabgabe. Dazu, zur Qualität, gehört auch, dass die Farbabgabe auf den Augenlider sich wenigstens möglich oder gar nicht von der Farbe, die in die Palette kommt. Es gibt keinen Unterschied. Oder so wenig wie nur möglich. Und das ist die Palette und die Palette, das ist Qualität. Und solche Paletten liebe ich. Man muss nicht viel machen und die Paletten, die sind wunderschön und verblenden sich voll selbst und nicht mal ja bord und hier das Auge schon rot von Pinseln und am Auge sieht man nichts. So, meine Lieben, das war meine Begrüßung und ich komme gleich. Habt ihr so irgendwie gesehen? Ich habe ja erzählt Sachen über meine erste Weiberfastnacht hier. Und da erzähle ich euch ganz schnell, wie das alles gegangen war. Wo ich ja schon ein paar Jahre in Deutschland wohnte, wo ich diese ganzen Rituale kennenlernte. Ich habe in Bad Ems bei Koblenz gewohnt, da feiern die Karneval, die Leute. Mainz, Köln, ich weiß, wo das ist, wie das ist. In Mainz war ich sogar einmal, aber beruflich, aber beruflich war ich da, wo Karnevalende war. Und meine Lieben, ich und meine zwei Freundinnen, ebenfalls aus Polen, wir haben so gewohnt, in der Nähe, drei Stück, haben wir festgestellt, wir lassen Kinder und Männer und gehen wir Weiberfastnacht feiern. Okay, sind wir zuerst zu zweit und meine Freundin war so irgendwie, weil ich muss schon sagen, dass die Deutschen,
Das ist so ein Volk, der kann richtig feiern. In Polen sind die alle so steif, als ob die einen Stock geschluckt haben. Da muss man so ein bisschen Alkohol schießen lassen, dass die, aber tanzen und feiern, Karneval, nee. Das ist eigentlich, die gehen in Karneval, in welche Balls, ja. Aber das auf der Straße zu feiern, das gibt es nicht und gab auch nie und wird nie geben. Da hier, ich bin ja begeistert hier, immer wenn die Leute mit Begeisterung, das ist ja Hobby, tun sie es richtig mit voller Kraft in diese Gesellschaft und das ist ja richtig schön. Hatte ich das nie zu Hause, aber hier in Polen und hier habe ich das erlebt und mir gefällt das total. Auf jeden Fall, es war so, dass wir haben ja, so ich gesagt habe, und meine Freundin war irgendwie noch schüchtern. Wir sind in eine Kneipe, haben so ein bisschen Asko getrunken, so ein bisschen Mut. Und sind wir in eine andere Kneipe, volle Leute, haben wir getanzt und kam die dritte Freundin. Und in den Pausen saßen wir am Tisch und haben wir welche Getränke getrunken, da saßen auch andere Frauen, Weiber. Und auf einmal haben wir gehört, na guck mal, die trinken, die tanzen, die spielen für unsere Geld, wir müssen arbeiten und die kommen hier und bekommen alles umsonst. Das höre ich jetzt auch, wenn es um Flüchtlinge geht. Ich war auch Flüchtling. Und ich habe das, die dachte, wir haben Polnisch gesprochen, da dachten die dann so begrenzt, dass wir kein Deutsch verstehen, keine Ahnung. Und da habe ich zu meinen Mädels gesagt, entweder gehen wir weg oder es wird richtig hier Rambazamba geben. Die kennen mich, die wissen, dass ich ja kein Blatt vom Mund nehme, sind wir aufgestanden, ich habe es gesagt, jetzt habe ich mich umgedreht gesagt, wir alle drei arbeiten, meine Lieben. Und wir sind keine Hausfrauen, so wie hier in Deutschland. Hausfrau, das ist ein Beruf. Wir haben Kinder, wir haben Haushalt, wir haben Männer und wir arbeiten. Tschüss. Für uns, Gott, ich habe mich wirklich, jedenfalls sehen wir so andere Pizzeria, wollten wir was essen. Ich habe es gesagt, Mädels, mir ist das Appetit vergangen, mir ist das ganze Laune vergangen. Was würdet ihr sagen, wenn wir zu einer von euch oder zu mir gehen wir und machen wir einen Weiberfastnacht? Okay, da sind wir zu einer Freundin und jedes Jahr danach, Weiberfastnacht, haben wir entweder eine Freundin, entweder bei der anderen Freundin, entweder bei mir, entweder mit noch einer anderen und es war wunderschön, niemand hat uns das nicht gegönnt. Wir haben gearbeitet und für unser Geld haben wir auch gefeiert. Okay. Dann mache ich jetzt weiter und karnevalisch. Thank you.
meine Lieben. Den Rest habe ich aus der Fotokamera gemacht und das wird ja schneller. Ne? Wenn ein Film ja länger ist, da gucken die Leute nicht, da machen weiter. Und das mag ich nicht, das bringt keinen Watchtime. Und ja, okay, so sieht mein Make-up, Karneval-Make-up, letzte Karneval-Make-up. Sagen, dass mit diesem Lidschatten arbeitet perfekt. Wirklich, das ist ja, ich wundere mich immer wieder, wie leicht das vom Hand geht mit dem Lidschatten. Also wirklich, ich muss schon sagen, dass die aus Polen, die ich gucke. Ich schaue 500 Mal auf irgendwelche Kosmetika, egal ob das 10 Euro kostet oder 50 Euro, was sagen die Leute, bevor ich sowas bestelle. Das ist das Wichtigste. Im Geschäft kannst du auch die Swatch machen und ist alles wunderbar, kommst du nach Hause und stellst dich heraus, gibt auf den Augenlidern keine Farbe, keine nix und hast du ja Geld ja aus dem Fenster geschmissen, wie ich denn mit dem mit der Catrice, hier ist das Video, das war Reinfall, ich habe immer so gute Erfahrungen mit Catrice und das war ein Reinfall, meine Lieben. Also meine Lieben, ich hoffe, ihr seid gesund und munter. Wir treffen uns nächstes Mal mit guter Laune und guter Gesundheit. Danke, all das, was es euch gibt und ich wünsche euch Tschüss.